Kommst du aus Deutschland? Mach die Waffe weg. Mach die Waffe weg. Mit einer Maske in Unboxen? Hm, was denkst du? Was? Unboxen? Ja. Muss dich treffen. Den Deckel auf. Thank you. Hab ihm seinen ganzen Loot geklaut. Und hab ihn auf den K.O. geschlagen. Mit was? Hast du den K.O. geschlagen? Ja, Mann. Und der andere stand nebendran. Oh, hat sich gewundert, was ich mache. Jetzt habe ich einen Rucksack mit Magazinen, Leisten, ein bisschen Damage, scheiße. Ja, aber gut, schon mal was. Aber Essen habe ich, perfekt. Eine Axt. Mit einem Stein. Hallo! Einer scheiß freundlich machen. Hi! Hey, hi! Stop this. Und der hat hier ein paar Waffen. Okay, dann machen wir ihn kaputt. Oh, super. Nice, thank you. Mit dem Typen oder was? Mhm. Hey, I have ammo for have food for you. I have food. Look here. Jo, alles klar. I can open. I can open this. Mm. Okay. Hallo. Hallo. What's up? Why is that guy? Yeah, this guy is not good. Where is the banana on the floor? I can speak louder. Electro? Wie heißt lauter auf Englisch? Lauter.
Hey, speak louder. Speak louder. Okay, ich verstecke mich jetzt und esse was. Der hat echt Schüsse gehabt. Mich hat er nicht erschossen, den anderen hat er erschossen. So finde ich das gut. Das sind dann. Aber ich kann mich umbringen, sag wo du bist. Ich bin Berezino. Ich laufe gerade Richtung Süden. Entlang. Soll ich wenn uns entgegenlaufen? Ja. Treffen uns eventuell da an der Ecke bei Skalisti oder so. Ja, wir können uns auch in der schon in der Mitte der Map treffen. Ich weiß nicht, du bist Elektro, ne? Mhm. Ja, der schnellste Weg ist eigentlich die Küste entlang. Na gut, ich laufe einfach zu dir. Weil sonst Richtung Kamenka. Weil bei dir im Norden sind ja Berge, da müsstest du über Berge laufen und so. Ja. Ich laufe jetzt aus der Stadt raus. Der Typ hat mir Essen gegeben. Das passt. Also ich hab's mir genommen. Ja, ich auch. Ich habe von Leuten gehört, die haben sich die Map dann in die Arma 3 Engine reingeladen oder ins Spiel. Ja, hab ich auch gemacht. Und dann sind sie rumgeflogen und haben geguckt, wie weit, wo ist das Ende der Map, nicht? Also hier ist das Ende der Map, so und so eine freie Fläche nur. Ja, ich weiß. Aber man kann unendlich weit da rausfliegen. Das habe ich schon bei Arma 2 gemacht, da bin ich einfach mit einem Hubschrauber oder so. Mit dem Jet meinte einer, der ist ins Flugzeug gestiegen und dann ist er 20 Minuten lang geflogen. Ja, hab ich auch kein gemacht. Ende in Sicht. Kein Ende. Ohne Scheiß. Und das Geile ist, du kannst dann einfach umdrehen und wieder zurück in die Map fliegen. Krass. Also vielleicht doch ein Ende. Oder auch nicht. Ich wüsste. Das ist geil, wenn du die Map hier, die Channel aus dem Map von. Ey, da ist ein Spieler. Bist du das? Rot, grüner Helm. Es hängt jetzt das Leben. Genau, wenn du die in Arma 3 setzt, die Map, so, dann kannst du mit dem. Da gibt es so ein Tool, dass du so filmische Szenen aufnehmen kannst in Arma 3. Und das kannst du dann mit dieser Map machen. Kannst du dann mit deinen DayZ-Videos. Verschwinden. Ja, wenn das ja, klappt, was ich dir erzählt habe. Dann hole ich mir einen neuen Rechner. Ich hab dir mal so eine Testaufnahme gezeigt, die ich gemacht habe. Das mit der Kamerafahrt, die so auf den Hügel hochgeht und so. Und dann habe ich das so mit Musik. Guck mal hier, was ich habe. Was denn da? Ruiniert. Ehrlich? Was denn das? Warte mal. Was? Brauchst du. Piraten? Das da habe ich noch. Einmal. Und Rex habe ich. Unter dem Fahrrad. Brauchst du Rex? Ja, der geht auf die Makaro. Oh, so, ja, dann ist Rex, ne, Rex habe ich. Und 9mm? Guck mal, ob du damit. 380er Auto. Und jetzt habe ich. Ah, hier habe ich noch das. Ja. Kannst du damit schießen? Ah, das ist geil, danke. Ja, okay, dann passt es. Ah, dann nehme ich das wieder mit und wir sind jetzt bewaffnet. Perfekt. Ja, und der Schalldämpfer, den habe ich auch gut. Der liegt noch da bei mir. Na, ich hab ihn sehen nicht mehr. Du hast ihn auch genommen. Ich hab noch einen im Inventar, wenn. Röhren habe ich ja. Einen, wenn du brauchst. Hey. Super. Na, komm, hier ist der Wald. Achso, ja, wohin jetzt überhaupt? Hier. Einfach drauf los, so hier. Ja. Aber dann ist um den Hügel rumlaufen. Mhm. Das ist die nächste links. Ja, wie jetzt? Du hast mich beklaut. Nee. Ich hab wieder hingelegt. Hm. Ja, warte, ich teste jetzt mal kurz dein Blut. Ich hab nur so einen Sender reingepackt, damit ich immer weiß, wo du bist.
tippe auf A+. Okay. Du hast A+, ne, 0+. Ah. 0+. Ja, so könnte man auch eigentlich ein... Das ist Zufallmodus. Stirbst du, errate, wie viel... Eben, dann könnte man... Du sagst jemandem, du stirbst, wenn du dein... Du stirbst nicht, wenn du deinen Blutgruppe erratest. Ja, ziemlich realistisch. Mhm. Ich habe jetzt neulich gehört, oder eine Audition gesehen, dass die erst 1901 unterscheiden konnten, welche Blutgruppen die Menschen haben. Das 1901? War, mhm. Früher hat man das auf Risiko gemacht und hat den Menschen einfach Blut von anderen Menschen gegeben. Und wenn du Glück hattest, dann hast du dann hast du die richtige erwischt, aber, nicht? Aber nee, wenn man zwei Blutgruppen die sind gestorben. Zusammen vermischt und das Blut verklumpt, dann weiß man ja auch, dass es nicht kompatibel ist. Ich habe es nicht gewusst. Oder du hast 0 halt. Oder du hast 0 plus. Dann kannst du es allen geben. Oder 0 ist, glaube ich, diese 7. Minus, also negativ. Hm, 7 das habe ich in echt. Negativ. Ja, dann ist es wertvoll. Solltest du alle paar Monate Blut geben. Ja, nur das Problem ist, wenn ich mal Blut brauche, dann. Kriegst du es auch. Kein Bock. Kein Problem. Ich würde gerne Pfeile haben. Wenn ich schon eine Armbrust habe. Trag noch. Hast du auch? Meine Beine tun weh, trag mich. Achso. Ich kann sie nicht verbinden. Ja, genau, Schienen dran machen. Ja, da steht einer auf der. Ist das ein Zombie? Das ist ein Spieler, ne? Er knallt ihn ab. Ne, das ist doch ein Spieler vor uns. Verfolgen. Ja, wir folgen dich. Verstecken. Jawohl. Geil. Was wollen wir machen? Eigentlich dürfen wir den nicht kaputt machen. Es sind zwei Spieler. Okay, wir dürfen die ja kaputt machen. Nee, ist doch Friendly Server. Nee, ist gar nicht Friendly. Okay, komm, wir machen die kaputt. Aber warte, erst gucken. Seien ob... die machen uns kaputt. Na eben. Okay, halt dich verdeckt. Der geht ins Haus rein, die sind ins Haus rein. Scheiße. Ich hab nur eine Shotgun mit zwei Schuss und eine Pistole, ne? Also ich kann nicht viel ausrechnen. Ja, ich hab gar nichts. Du hast gar nichts. Nee, dann gib mir die Shotgun oder dann nimm die. Dann nimm die Pistole wenigstens hier. 8 Schuss. Mit Schalldämpfer. Da ist er. Laufen sie noch. Hast du sie? Vom Baum habe ich die gelegt, ne? Okay, alles klar. Geh vor. Ich geh links rum, du bist rechts rum. Ne, lass zusammenbleiben. Bitte. Ja, merkt einfach, wie ich aussehe. Grüner Rucksack, schwarzes Oberteil, weiße Hose. Du hast Angst, du blickst bei mir beim Boden. Da ist dein. Hier, warte, noch nicht vorlaufen. Bleib erstmal verdeckt. Erstmal gucken, wo die sind. Oder sollen wir echt zusammenbleiben? Okay, ich bleib mal bei dir. Ich bleib hinter dir. Ja, die looten irgendwo hier, ne? Ja, das frage ich mich auch gerade, ob die wirklich looten oder durchrennen. Ja, wenn die durchrennen, dann... Da ist in das Haus rein und dann... Ist, dann komm. Renn mal hier rechts. Ich renn mal einen großen Bogen. Ja, mach ich auch. Aber nach links oder... Oder auch nach rechts. Nee, ich glaub dir noch. Uns auch schon gesehen und ich sehe ihn laufen. Ah, ich sehe ihn auch. Alle zwei, beide. Ja. Okay. Wenn sie drin sind. Was sie für Waffen haben. Und ich renne jetzt voll die geile Ausrüstung.
Okay, nähern? Ja, ich bin näher. Mal von Busch zu Busch. Die sind jetzt da drin. Bei mir stehst du die ganze Zeit, ey, und glitzt so über den Boden, ohne deine Beine zu bewegen. Scheiße. Oh Gott, der rennt vor, oh mein Gott. Ich renn hinterher. Die sind da drin. Bock jetzt hier links von dir, hinter dir links, in dem Busch. Sind da wohl drin, also die hören deine Schritte, wenn du zu nah bist, ne? Ah, ich sehe sie, okay. Der hat uns da grüßt. Hast du uns gesehen? Ja, okay. Hallo. Okay, dann also reden, nicht ja. Aggressiv sein, ne? Hallo. Hallo. Hey, man. White. Man, white. White? Heißt doch, warte. Das heißt weiß. Ich heb die weiße Flagge hoch. Ja, genau. Da ist ein LKW, die haben einen LKW. Oh nein, Junge, die haben einen LKW. Wir können mitfahren. Ja, lass mal fragen, ja, das ist ja mehr sitzen. Der eine zielt auf uns, glaube ich. Der hallo. Der hockt da. I'm friendly. I'm friendly too. I don't shoot. Stop again. I will drive to you. Can I drive in your car? Das sind Deutsche. Ey, fährt ihr vielleicht zum Norden? Könnt ihr uns mitnehmen? Sprich mal lauter, bitte. Ich dachte, das ist im Eimer. Hey, wir haben nicht viel. Wir haben nicht viel. Ja, Jungs, lass uns mal zusammenspielen. Ich zeichne auf und dann machen wir eine schöne Folge. Ich kann euch sagen, wo ihr das seht. Gott, einer ist voll misstrauisch. Könnt ihr das sehen? Ich bin SK2. Hallo. Nein, nicht ergeben. Braucht ihr Essen? Ja, was ist mit dem LKW? Ja. Ist der kaputt oder nicht? Ich glaube, die sind immer noch voll misstrauisch. Ich glaube nicht, dass die mit uns spielen wollen. Ach so. Schade. Wir haben. Ja, egal, lass mal wieder abhauen. Ey, du hast Ingame-Sound an, ne? Die hören, was ich sage. Ja, ich seh's. Ja, wenn die nichts sagen, dann ist egal. Ist nicht so schlimm. Er sagt was, aber ich höre nicht. Ja, komm, lass mal abhauen. Lass mal weiter, wir wollen nach Angeln und so. Wir wollen nach dem Ziel. Pilon. Ich glaube, wenn wir jetzt noch länger mit denen uns hier rumschlagen, so, dann werden die noch misstrauischer und schießen vielleicht irgendwann. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Du bist doch in der Straße? Nee, ich bin hinter dir, das sind sie. Achso. Ja, das seid ihr. Wir laufen in den Norden. Ich wollte dich beraten. Nein. Der eine versteckt sich.
Ich glaube, der hat irgendwas vorher gehabt. Lauf so, dass du nicht in meiner Sicht bist. Mhm. Er schießt ja nicht. Das Auto liegt hier, vielleicht ist da das Benzin ausgelaufen und alle sind tot. Alle geschossen. Ja, ne? Das muss es sein. Jetzt los, bitte fahren wir aufgehört. Was? So, ne, ich angel noch, aber die Animation hat auch gehört. Mhm. Hab ich auch gesehen. Ah! Fisch! Nein. Ich hab einen Fisch gefangen. Fett. Ein Karpfen. 3 Kilo. Fett. Kannst du ihn jetzt mit schneiden? Hat... Ja, filetieren, ne? Na, Moment mal. Ich könnte ein Feuer machen. Erst filetieren und dann ins Feuer legen oder andersrum? Ja, erst filetieren, ne? Mhm. Ich habe einen Kochtopf. Soll ich den mit Wasser füllen? Oder ein Feuer machen? Hier sieht es noch roh aus, aber es läuft bei euch, ja? Ihr Grillmeister. Ja, Rolf. Rolf. Etwas zuerst irgendwie so mit irgendwas einreiten sollen oder so? Nee, eigentlich nicht. Und ihr spielt Survival, aha. Doch, bei mir ändert sich was. Aber nur ja, vom Aussehen. Das steht immer noch. Ey, lass mich raten, ihr seid bestimmt immer noch in Novi Sobor? Ja. Ah, okay, alles klar, gut zu wissen. Ja. Frag uns in einer halben Stunde nochmal, wenn wir uns dann auf den Weg machen. Mhm. Okay, ich mach dann schon mal. Theoretisch schon bei uns sein. Ich mach dann schon mal ein Grillfeuer mit Fisch und so, ja? Ja. Geh einkaufen, in den Einkaufsladen und hol mal. Ja, ich geh jetzt fischen. Wo denn? In Jemen? Ne, in Bethlehem. Ah. Das sieht schon richtig kaputt aus, der Fisch jetzt bei mir. Aber das probier mal. Noch roh. Leck mal dran. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich leck mal dran. War Muschi. Es ist verkohlter Fisch, aber innen ist er noch roh. Es wird angezeigt. Nimm mal, ihr könnt ja selber. Ah, wisst ihr. Weißt du was? Ich glaube, wie man den Fisch zubereitet. Es gibt ja so ein Steakmesser, ne? Ja. Das kann man bestimmt filetieren. Das haben wir ja filetiert. Wir haben jetzt 2 Filets. Weil das ist ja auch, wenn du in. Ach so. Ich hab nämlich das. Im Knife. Ja, dann. Habt ihr gelitten. Habt ihr keine großen Steine gehabt? Habt ihr die Mittel. Wir haben gar keine oder, ihr habt die Mechanik kaputt gemacht. Der Fisch sieht nicht gut aus. Ja, ich merk's, direkt 5 Frames die runtergegangen. Mechanik, die Mechanik ist schon kaputt. Direkt 5 Frames runtergegangen. Die Mechanik ist nicht angepasst ans System. Ey, ohne Scheiß, ich hab seit 2 Monaten kein Spiel gespielt, was unter 30 Frames oder irgendwie ging. Ja, ich aber auch nicht. Jetzt geht's wieder los, ey, das ist echt Schwierigkeit, ja. Mann. Nicht so ein Scheiß. Isst du das jetzt? Ja, ich esse das jetzt. Das, ja, deswegen verstehe ich nicht. Das verändert sich nicht mehr vom Aussehen. Das ist schon verbrannt. Mhm. Da steht nur noch Raw, aber das ist eigentlich schon fertig. Na gut, dann esse ich das auch und dann gucken wir alles, oder? Jetzt werde ich bestimmt krank. Und dann deswegen verstehe ich nicht, ne? Wenn wir krank. Das Überleben im Kranksinn oder. Komm, lass uns jemanden essen. Weißt du, wie schwer es ist, dann jemanden. Lass uns jemanden essen. Wie schwer es ist, wirklich dann gesund zu werden. I'm burning steht da voll viel. I'm burning, my face is melting. I'm burning. Und mein Bild ist schon schwarz-weiß fast. Ey, guck mal, ne, das Spiel hat ja sowieso schon Performance-Übelst-Probleme, ne? Und jetzt wollen die mit den nächsten Updates, habe ich gesehen, wenn du gegen Autos schießt, fliegen Teile ab. Ja, ne, ist klar, Alter. Ja, stimmt, oder die Türen gehen kaputt, sodass sie auch nicht mehr aufgehen, so, ne? Ach, die sind so behindert, ey. Die sind gar nicht auf dem Punkt, Alter.
den Updates. Die sollten wirklich, wenn sie zum Beispiel Zombies reinbringen, dann zum Beispiel Hunde, von denen man sich wirklich so giftige Hunde. Oder so. Ne, die müssen erstmal komplett entmisten. Ach, das ist gut, ich find's schon okay. Nur die sollten öfter Kleinigkeiten einbauen. Was ist das für so eine Firma, ein Update reinzumachen, dass du keine Zombies hast, sondern einfach Wölfe? Ja, das ist ja der Fehler. Die machen ja nämlich... Das ist so easy, mal, das ist ja jetzt einfach so eine Animation von einem Hund. Die kriegen's ja nicht mal hin, irgendwie die wollen ab und zu so mal machen. Kleinigkeiten reinzubringen und auch nicht mal in längeren Zeiten mal größere Updates reinzubringen. Weder das kriegen die hin. Anstatt dass die mal irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten irgendwie mal ein Gigabyte Update rausbringen, ne, bringen die irgendwie mal immer so 800 Kilobytes. Ja, machst du Steam an, 800 Kilobytes, DayZ. Ja, das ist oder pinke Kleider. Das war witzig. Ja? Ja, ich sag dir doch, das ist ein Game, um Reaktionen zu testen. Das ist, die kriegen dafür Geld. Und sagen dir, ey, 90% der Jungs suchen sich so eine Waffe aus und so eine Waffe aus. Das ist für Militär zum Beispiel. Die haben ja, hat ja fürs Militär sich die Waffen extra präsentieren lassen. Haben, glaube ich, Exponate bekommen von 40 Exponate vom Militär. Cool, Zäune sind immer noch so cool. Und das Zeug ist, ich glaube, da stand einer, aber ich war mir nicht sicher. Keine Ahnung, ja, was soll ich sagen, Alter? Ich habe hier zum Beispiel ein Spiel. Was ähnlich wie DayZ ist, ja. Ich sag jetzt nicht den Namen. Aber. Aber ich sag ihn, HNZ1. Was das an Fortschritte macht, so. Die sind auf dem Punkt. Die sind auf dem Punkt. Und das, was du jetzt gesagt hast mit dem Testen und so, da haben die das Spiel in zwei geschnitten. Die haben ein festes Spiel. Wie hier. Die normalen Server. Und ein loses. Und einmal den H1Z1 Testserver. Das musst du aber separat installieren. Und da kannst du testen. Und nicht wie hier, Alter. Die schmeißen ein paar. Stable und Experimental. Und Experimental kommt ja auch regelmäßig Updates. Ja, aber du musst das ja per Steam extra runterladen und voller Scheiß und so. Und ganz ehrlich, auf hier Regular wird mehr getestet als auf den Experimental Servern. Naja. Isst du gerade etwas? Ich hab grad was gegessen, ja. Mhm. Also jetzt in-game meinst du es, ne? Ja. Ja. Dann. Oder. Hey, Moment mal. H1Z, ich hab da ist schon einer, mal da gehört. Ist ein Spieler, da ist ein Spieler. Wo? An der Kirche bin ich. Na, schießen. Schießen mir in die Beine. Fesselt ihn und sagt, der Crackmack kommt. Der crackt die Beine. Meine Pistole ist verschwunden, Alter. Ich habe keine Waffe mehr. Ich komm mal zu dir. Das ist irgendwie ein komischer Freak. Hello. I'm have sex vengeance for you. Was? Ich glaube, er hat irgendwas für ihn. Hier. Look. I have sex tension for you. A message. I'm lost a message here. Ich dachte Extension, so H-Extension. Hallo, Besuch bei SK2GP auf YouTube. Und YouTube falsch geschrieben. Okay. YouTube. Warte YouTube. Mal, der will es vielleicht. Victor, YouTube. Ja, aber das ist doch ein friendly Server. Ja und? Die müssen wir ändern. Müssen wir zu unfriendly machen. Ja, okay. I'm friendly. Ich hätte jetzt gerne Walkie-Talkie. Ja, ich höre dich nicht so gut, aber okay, wir gehen unsere Wege. Das ist ein Deutscher? Ja. Nein. Guck mal, wie der heißt. Das sind die Polizei, okay, wo bist du denn? Ich bin hinter dir auf der Straße, Mann. Aha. Komm erstmal mal. Irgendwo anders hin. Er schießt den, der hat so viele Sachen. Ah ne, wir schießen nicht, der hat. Nee, lass mal. Dafür war der zu freundlich. Ja, soll man nach Norden oder was? Fettlo treffen oder wie? Nicht Fettlo, in Valero. Ja, warte mal, Severo. Da wird bestimmt wieder zu viel los sein. Dann lass mal Dings lieber in Grosno treffen. Grosno.
Ah, da, ja, ja, okay. Ja, dann lass mal dahin. Da müssen wir eigentlich nur hier nach Norden, ne? Ist der Haken eigentlich durch das Angeln kaputt gegangen? Der Haken? Ich hab die Angel vergessen. Der Haken ist im Fisch drin oder ist er weg? Oder gute Frage. Ja, diesmal war der leider im Fisch, ja, der war zu tief. Ja, warte mal, ich hab nur noch einen Haken. Hä? Ja, also. Was ist so, denn das für eine Hütte? Fisch, aha. Wenn man einen Fisch gefangen hat, dann wird der Haken automatisch abgemacht von dem von der Angel und ins Inventar gelegt. Nur die Würmer sind dann halt weg. Also den Haken habe ich auf jeden Fall noch. L-O-V-E. So, da oben ist die Halle. Komm hier rechts lang. Kann dann da drin? Wo okay. Drin? Der Halle oben, in der Scheune. Nee, ich war da gerade drin. Ich komme zurück, warte. Ortsschild. Okay, in der Halle. Welche Halle? Ich bin in der Scheune. Im Stall. Wenn man diese große Halle, die große Scheune, die dunkelbraune. Da ist noch mit dem, also Fernrouter ist da. Ja, genau. Wenn du in dem roten Dach bist, dann bist du gegenüber. Guck mal, Dennis. Dann muss er da. Bin ich im roten Dach. Da ja. Ist einer hinter, vor mir ist einer mit rotem Rucksack. Keiner mit roten Rucksack. Zwei vor dir sein, wir sind beide auf einem Fleck. Ja, wer ist das hier mit der pinken Jacke? Ja, das ist keiner von uns. Okay. Hallo? Pinke Jacke und einer mit einem roten Rucksack. Ne, ich hab schwarzes Oberteil und grüner Rucksack. Ich hab, großen Rucksack, auch aber rot. Orange. Ja, oranger Rucksack. Hallo, kannst du reden? Wo bist du? Ich find deine Jacke schön, ja? Vielleicht die Scheune da. Ist das so eine einzelne Scheune in der Nähe von der Kirche? Hallo? Sag, wo du bist. Wir wollen da hinkommen. Can you speak? Hello, can you speak? Oh, hello! Bist du in der Stadt? Ist jetzt ernsthaft so, Inge? Right on! Du verarscht ihn. Gibt's doch nicht, ey. Wo ist denn der? Das ist bestimmt da oben. Ist das da, wo... wo der LKW spawnt? Ey, kannst du es auf der Map zeigen, wo du bist? Glaubst du, der ist da oben? Ja, komm mit, der ist... Komm hier, folg mich. Folg mich! Can you speak? Folg mich. Knall ihn ab, where's your friend? I saw your friend with the red backpack. Where is she? Where is he? Where is he? Where is he? Auf jeden Fall muss das S mit. Da ist er. Ja, wo seid ihr? Kommt doch mal noch hier Dings. Der will auf den Start. Wir haben doch gerade da, wo der LKW spawnt. Ja, okay, dann sind wir da auf dem Weg gerade hin. Sind nicht weit weg. Wie, wo der LKW spawnt? Da, wo wir die Typen kennengelernt haben. So ein kleines Industriegebiet ist das. Da vorne ist schon die große... dieser Schlachthof ist da schon. Heißt das, ne? Mhm. Wieso weißt du das jetzt? Da oben nicht? Rennt jemand. Scheiße. Mit Waffe in der Hand. Ich nehme mal die Armbrust.
Ja, der eine schießt hier auf mich. Super. Wow. Ja, egal, dann nimm die Pistole, Mann, ich nehme die Shotgun und dann. Da rennt einer weg. Siehst du das? Mosenschuss. Einer mit einer Sporter. Da hinten rennt einer. Ich renn mal. Ja, der hat die Sporter. Da bist du. Du bist ja mit dem. Hey! Er schießt auf ihn. Oh, der rennt. Da, der steckt mich wieder ab! Ja, Vorsicht. Warte, ich hab den einen erwischt. Ich hab auch auf einen geschossen. Hey, go down. Ich kann. Oh, go down. Wie go down? Wow. Immer weg da, Vorsicht, sonst treff ich dich. Ich muss mich. Hinter dir. Lauf weg. Ich kann nichts machen. Und durch. Der blutet ihn. Das bin ich. Ja, aus Bild. Ich glaub, sie ist down. An der Straße ist einer, er blutet. Mit der Schippe? Einer ist an der. Okay, super. Ey, habt ihr eine Axt? Eine Axt, sag ich. Habt ihr Dings? Der blutet. Hab ich mal einer. Ja. Wirst du noch gejagt? Ja. Nee. Warte, er hat. Vielleicht kriegen wir ihn. Siehst du ihn? Ich muss mal einer hier verbinden, ich seh nichts mehr, ich hab alles geraucht. Wow, der läuft mir gerade hier. Ey, warte mal, ich schieß dir gegenseitig an, kann das sein? Nein, ich bin nur im Haus. Wow, ich komm nicht weg. Ah, hier, roter Rucksack. Ich komm nicht weg. Ja, ich muss mich dringend. Einer muss mich dringend verbinden. Ich kämpf gerade gegen den, Alter, mit einer Schippe. Einen habe ich schon ausgenockt, so, aber. Ja, nicht auf mich. Schieß auf den, wenn du. Du bist meine scheiß Musi leer, Alter. Ey, jetzt ist die Magnum auch leer, oder was? Oh mein Gott, Alter. Du folgst dir, warte, geh weg. Ach, Gott. Oh shit, der hat mich erwischt einmal. Ey, dann kann ich es. Nein, Mann. Wer ist ich komm gleich. Jo, ich hab ihn! Ich geh jetzt er ist ab. Tot, ich hab ihn getötet. Alle beide. Ich verbinde dich jetzt. So, ich verbinde dich gerade. Boah, Alter, ist er nochmal gut gegangen. Jetzt alle beide. Mit der Schippe hab ich die beide ausgedacht. Oh nein, du bist tot! Oh mein Gott, Alter, du bist gerade vor meinen Augen gestorben. Ich war fast fertig mit verbinden, dann bist du. Du Scheiße, du hast echt alle platt gemacht. Mir geht's aber auch nicht gut, der hat mich echt durchsiebt. Oh Mann, Alter, das ist voll leck. Ist der hier wirklich tot? Ja, der ist tot, der eine. Der andere liegt da hinten in dem. Oh mein Gott, Alter, 2 Sekunden, ey, dann wärst du noch am Leben. Oh Mann, jetzt hat er das Magazin auch. Weißt du, was scheiße ist das hier? Warte. Oh nee. Magazine hat er auch bei der Kette. Hier ein Heatpack. Wozu habe ich ein Heatpack dabei? Okay, was machen wir jetzt? Weiter. Ja, wohin? Hinter uns ist jemand. 2 Stück. Komm hoch. Komm zu mir. Lauf weg. Ja, ich renne hinterher. Ja, wir laufen weg. Wir können jetzt nicht mehr kämpfen. Von hier oben können wir snipern, Willem. Also jetzt. Ja, womit? Ich hab eines. Hast du Munition? Ja. Ich weiß nicht. Ist mir eigentlich egal. Haben die uns gesehen? Die sind an uns 20 Meter vorbei. Hey, hallo? Da unten rennt er. Ja, hallo? Hey Jungs, ich geh jetzt mal kochen hier mit Dina. Ne? Ich weiß nicht. Alles klar. Vielleicht später oder so. User disconnected. Wer ist in diesem
Dein Häuschen drin. Also waren das zwei Stück oder einer? Zwei. Da läuft einer unten und ein zweiter. Ja, ich sehe sie beide. Ich schieße. Einer verfolgt mich, der rennt zu uns. Ich hab leider voll den Bug, dass ich das Visier nicht sehe. Dann komm, lass mal weglaufen. Ich hab gar keine Muni. Bevor wir jetzt drauf gehen, komm, lass mal weg. Hier, hoch. Ganz lang. Hoch. Dann nach Süden oder so. Hier, nach links, komm. Mhm. Du rennst ihn voll in die Sicht rein, ne? Nee, das ist doch ein Dritter. Bist du das? Nein, du warst das doch gerade bei mir hier oben. Da steht noch ein Dritter. Also ich habe auf zwei geschossen, aber ein Dritter ist noch da. Oh mein Gott, der verfolgt uns. Ja. Der verfolgt uns. Meine ich. Lauf, Alter. Oh mein Gott, Alter. Lauf noch. Komm, wir teilen uns auf. Er schießt auf mich. Ich bin ohnmächtig. Ich bin tot. Schieß zurück, schieß zurück. Warte mal. Gib mir noch eine Chance. Kann ich schießen, Alter. Ich bin... Was für eine Waffe hat... Was für eine Waffe hat er geschossen? Wer ist das hier? Ich bin weg. Ich hab grad einen Schuss gehört. Kann sein, dass der jetzt nur ein Header wird. Der hat mich echt jetzt mit einer Pistole erschossen. Mosin hatte der und Pistole. Das waren zwei Stück. Die waren mehr, aber die waren 4, 5. Wie sagst du denn zuerst auf die geschossen, wenn du doch wenn das Scope doch eh nicht funktioniert? Mhm. Dann hättest du doch... Ich wollte sie nur von mir weglocken. Ja, hat der super funktioniert. Die waren aber viel mehr. Und so endet das dann, ja?